Listen to my story. Das ist wunderbar. Das ist so überhaupt. Kingdom Hearts, das Licht. Hail, it's about time. Everyone looks to the past as the golden times. A place to return to in their dreams. But while the rest of the world looks to the corporations for guidance, the real warriors fight for the soul of the planet. Pilots who believe the way to redemption is forward, down a path of pain and sacrifice. A well-oiled axe and a steady hand will change the tide. Here comes the big guns, baby. Ja, Samstagabend wieder Trash Night. Baby natürlich wieder und wir zocken Hocken. Ja? Ich hoffe, ich habe den Namen richtig schön ausgesprochen, ne? Ja, wir zocken Hocken und das Spiel ist von Meteor Entertainment oder auch 505 Games. Das ist ein Ego-Shooter und ja, es hat auch schon mal Hardy und Bram gespielt und warum ich das zocke? Ganz einfach. Oh. Okay. Der Tree ist nicht offline, oder? Ich spiele offline. Ah, nee, das Spiel geht. Okay. Ja. Ich bin kurz am Ende dachte ich, das Spiel ist offline. Das wäre schon noch gewesen, ne? Naja, annehmen. Was? Sie wurden von der Firma Titan ausgewählt, um in ein Koop-Team Deathmatch zu kämpfen. Akzeptieren Sie das Angebot. Aufmerksamkeit. Machen wir Koop-Team Deathmatch. Weiß nicht, was das ist, aber egal. Ja! Wie gesagt, also es ist ein Free-to-Play-Spiel von 505 Games und die kennt man definitiv. Ich kenne die zumindest, die haben auf jeden Fall einige Spiele gemacht. So. Das erste, was mir auffällt, ist, die Grafik ist... Okay. Ja, gut, das Spiel ist... Balance, also nicht am Freezen gewesen gerade. So, dann geht es mal hier los. Das sind wahrscheinlich Bots. Um fliegen zu können, muss ich L1 gedrückt halten. Okay. Ja, komm, erstmal hier die Bots killen hier. Ja! Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht hier extrem Schaden kassiere. Komm, verrecke hier! Alter, wie ich Leben du noch hast? Bleib stehen, du Hure! Jawohl. Und dann ist der nächste. Jawohl, mein Operation Get Bind. Oh! Okay, gut. Sekunde. Ach, so. Ich habe mich geheilt. Hoffentlich. So. Oh, mein Merch. Ah, ich kann mich mit Kreis reparieren. Okay. So, verrecke. Hinterhalt! So, dich nehme ich auch noch mit. Ich glaube, das sind Bots. Trotzdem, egal. So. Das erinnert mich ein bisschen an Metal Gear irgendwie. Erstmal reparieren. Was drücken Sie die linke Taste einen Holo verspotten? Werde ich die ganze Zeit angeschossen nebenbei? Tatsächlich, egal. So. Full life, bitches. Hinterhalt! Woo, yeah, ich liebe es. Ich konnte schon mal fliegen. Scheiße, egal. Oh, ich hab ein Geschütz? LOL!
Hätte ich das vorher gewusst. Ja, okay, der ist down. Der ist auch down. Da oben ist noch einer. Wie fliege ich nochmal? Lol. Ich habe irgendeine Kugel abgeworfen. Na, hinter mir ist einer. Komm her, du Spassi. Ich mach dich platt. Ich bin Shooter gewohnt hier. Ja. Ja, wie sie nichts können. Ich glaube, es ist ein Bot. Egal. Ich darf mich freuen gegen Bots. Hallo. Obwohl, so wie die ausweichen. Jawohl. Okay, schnell reparieren. Er spielt sich tatsächlich sogar so, wie ich es damals bei Hardy und Bram gesehen hatte. Finde ich zum Beispiel auch sehr nice. Ja. So nicht anders muss es laufen, so nicht anders. Alter. Was ist denn jetzt los? Achso. Ich muss nachladen. Ja, komm. Hau rein. Vielleicht ist auch kaputt. Aber das erinnert schon ein bisschen an Metal Gear. Also, das finde ich ziemlich nice, weil ich habe Metal Gear auch gerne gespielt. Und die ganzen Roboter, Max, ne? Also, wenn das nicht so ein Hype von Metal Gear mitgenommen hat, dann weiß ich auch, oh mein Gott. Wie springe ich da nochmal? X? Nee. Kreis? Ne, Kreis soll reparieren. Pieck? Oh, nicht. Ach, das ist ein Schutzschild. Also, Pieck ist ein Schutzschild. Dann gibt's ja noch eine Taste eigentlich. Dreieck. Nice. Übertrieben. Komm her. LOL! Achso, ich hab schon, der ist in den Abgrund gefallen. So, du Bobby, ich mach dich jetzt platt. Nice. Gewonnen! Woo! Yeah! Das war die erste Runde. Ja, hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, das war schon witzig. Aber ich will gucken, ob man das jetzt online spielen kann. Konnte synchronisieren. Ich hoffe, das Spiel ist nicht so laut, aber wie gesagt, ich drehe es nochmal leise, wenn es zu laut ist. Aber bis jetzt geht der Ton noch. Ich bin auch nicht laut. Ja, bitte warten. Bla 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 bla. So. Epischer Einlog-Bonus. Wählen. Okay, man muss schon sagen, das Spiel freest sehr oft. Ach Gott, schieben wir mal. So, zurück. Gut, was haben wir denn hier? Beste Liste, bla bla bla. Wollen wir uns nicht angucken. Max. Was gibt's hier? Max? Alter, gibt's sehr viele. Wow. Sehr, sehr viele sogar. Ich könnte mir eine von denen erstmal schon mal aussuchen. Also von den dreien. Hier haben wir Vanguard. Das sieht aus wie ein Doppelgeschütz, ne? Der hat einen Granatwerfer. Nehmen wir den mit dem Doppelgeschütz. Was man da alles... Ach, man muss den kaufen. Okay, so viel habe ich leider nicht. Okay, links ist wohl die Echtgeldwährung und rechts ist das, was man halt nach den Spielen verdient. Gut zu wissen. Ja, spielen wir einfach eine Runde. Einer PvP, nee, nicht PvE, einer PvP-Modus, PvE-Modus, Team Deathmatch. So, zwei Runden kann ich auf jeden Fall machen. Ich habe vergessen, wie man springt in dem Spiel. Obwohl es ganz am Anfang erklärt wurde. Ah, wir haben eine Runde gefunden, sehr schön. Oder auch nicht, doch, wir haben eine Runde gefunden. Team Deathmatch auf Trümmer. Trümmerhaus. Trümmerhaus.
mal. Ach, ich kann mir trotzdem das aussuchen. Ja, komm, dann mir. Vanguard. Nimm mal Vanguard. So. Old Gamer 1954. Boah, wenn der wirklich 54 geboren ist. Meine Fresse, Respekt an ihn. So. Oh, der hat einen Granatwerfer, stimmt. Das heißt, das ist mehr so ein Nahkämpfer. Weil da muss ich, bei Granatwerfer muss ich ja immer die Ballistik mit einberechnen. Ah, komm. Ist die, glaube ich, wenigstens ein 5 gegen 5. Ja, ist okay. Ah ja, so sprinte ich, okay. Nee. Wie springe ich denn? Nochmal. Viereck war es nicht. Da ist er. Okay, der ist tot. LOL! Was bist du denn für einer? Terminator. Zum Verhöhen. Oh. Oh nein, der hat mich zerfleischt. Komm schon, Bro, freigeschaltet. Aber geil. Ja, das ist mein Schrotthaufen. Nehmen wir den Recruit, der ist besser, finde ich. Der hat zumindest so einen Raketenwerfer. Obwohl der Granatwerfer, glaube ich, hat auch nicht so wenig Schaden gemacht. Ach, komm, wechseln wir einfach mal ab. Fünf Minuten noch. Okay. Ah! Hallo? Was soll das denn hier? Warum sind jetzt plötzlich alle hier? So, Double Kill. Alter, ist das Spiel geil. Ich habe das mal damals bei den Hardy und beim Bram angeguckt, ne? Und ich dachte mir nur so, so interessant sieht das nicht aus. Aber mein Gott, wenn man älter wird, ne, feiert man solche Spiele extrem. Und das hier ist ein richtig... Ja gut, zu dem Zeitpunkt gab es auch COD, ne? Von daher waren solche Spiele so... Naja. Ah! Zu viele! Ihr seid zu viele! Ich sterbe! Nein! Sie sind in der Nähe zu einer Würzung. Drücken Sie X und ihr cool... Ach, X ist, damit ich cool downe. Ah! Nehmen wir doch diesen Typen hier, so. Hä? Was hab ich gemacht? Nein, nein, nein. Oh, meine Empfindlichkeit ist doch sehr niedrig. Oh ja. Oh, das ist der Mac, der so langsam redet. Aber das ist nicht so schlimm. Komm, spring mir. Da haben wir schon niemanden gesehen. Damals, wo das Spiel ja rauskam, das war so... So, der eine Schmutton. Nein! Von hinten! Ja, nehmen wir doch den anderen. Der andere finde ich tausend besser. Das ist irgendwie gut. Ja, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gab es schon COD. Und ich war damals so ein COD-Fanboy. Heutzutage ist es ja nicht mehr so. Die Zeiten haben auch mich verändert. Und COD ist allgemein scheiße geworden. Ich würde COD ja eine Chance geben, wenn es nicht so scheiße wäre. Und ja, so feiert man immer wieder so kleine... Unentdeckte Diamanten wie diese. Einer schießt den von hinten an. Den fick ich jetzt auch in den Arsch. Wenn ich so sich bewegen würde wie so ein... Na, er meint. Okay, der hat mich in den Arsch gefickt. Ist pay to win? Nein, ist wahrscheinlich nicht. Der hat einfach nur besser geschossen. Der hat einfach nur besser geschossen. Hoffentlich. Verbleibe in der Gesundheit. Hallo, ich will wieder spawnen. Nice. Disconnect? Ist es ein Disconnect? Nee. Okay. Spiel ruckelt und hängt so oft. Das ist schon mal positiv. Was ist denn jetzt los? Oh, guck mal, ich war sogar Zweiter. Was ist denn los? Warum komme ich... Oh. Okay. Ja, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Der Verbindung zum Host runter. Wow, nice. Ach Gott, ich hasse sowas. Dass es das noch gibt, Host-Migration. Ah, super. Egal, nicht so schlimm. Machen wir mal weiter. Was?
Was ist denn jetzt los? Rausgeflogen. Anmelden. Ich muss sagen, das kratzt so ein bisschen an meinem Spielspaß. Ich hatte eigentlich mit dem Spiel gerade richtig Spaß und jetzt die ganze Zeit solche Verbindungsabbrüche. Egal, weiter geht's. So, Spiel. Team Deathmatch. Ich kann mir noch keine Max freischalten, weil ich jetzt nicht genug von diesen Dingern bekommen habe in dieser Runde, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, komm, wisst ihr was? Weil ja es immer schwer ist, eine Runde zu finden, mache ich eine Runde definitiv. Und dann komme ich halt auch schon zu einem Fazit. Also wer jetzt nochmal Verbindungsabbruch kommt, dann komme ich zu einem Fazit, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. Und ich habe noch einige Spiele geplant, von daher. So, bereit. Okay, der Old Gamer ist schon wieder da. Und zocken wohl nicht so viele. Erstmal bereit abbrechen, damit die Runde nicht losgeht. Match beginnt in 4 Sekunden. So. Nehmen wir den Rico wieder. Match startet in 30 Sekunden. Ich bin allein, oder was? Nee, be nice to me ist noch bei mir. Ja, da der Old Gamer schon wieder da ist, ne? Scheinen dieses Spiel auch nicht mehr so viel zu spielen. Nächster Negativpunkt, ehrlich gesagt. Hä? Darf ich nicht raus? Ach. Warte mal. Das ist nicht der Schlachtfeld, ne? Hier ist der Schlachtfeld, glaube ich. Ja. Dann suchen wir mal die Bobs. Ich mach den Old Gamer platt. Der war vorher in meinem Team. Bin ich überhaupt richtig? Boah, ich. Das ist quasi sowas wie so. Alter, be nice to me, hast du mich erschreckt. Da war jemand. Da oben. Guck dir mal diese Campers an. Was ist das denn jetzt für einer? Der fliegt jetzt über mir. Verbrenne mich jetzt. Hallo! Nice, der hat mich. Aber man, einer verbindet nicht. So. Boah, der U-Mert hält eigentlich viel aus, ne? Oh shit. Fuck! Ob das Pay to Win ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Weil der Typ hält eigentlich einiges aus. Aber ich hatte so eine schöne 5 gegen 5 Runde und jetzt muss erstmal wieder alles hier so 2 gegen 2 mäßig sein. Ja. Was sind die denn? Campen die jetzt? Bei diesem Spiel wäre schon witzig. Oh, die Map kenne ich noch nicht so gut. Wo sind die denn? What the fuck? Die sind einfach weg. Die wollen einfach nicht mehr. Okay, der ist AFK. Soll ich mal rausgehen? Ja, komm, ich gehe mal raus und suche eine neue Lobby. Ja. So muss man eine neue Lobby. Vielleicht finden wir da was schon. Oh, mein Finger. Jetzt habe ich gegen die Verbindung gehauen. Oh. So konnte es synchronisieren. Ja, bitte warten. Bla, bla, bla. So. Wenn ich jetzt in dieselbe Lobby reinkomme, aber wäre schon ziemlich assi. Deswegen werde ich mal. So. Koop Team Deathmatch. Was ist denn Koop Team Deathmatch? Da waren noch einige drin, ne? Machen wir Koop Team Deathmatch. Falls überhaupt noch das Leute zocken. In Spielpaarungswarteschlange. Ja, aber geil. Bunker. Yeah.
Gut, gucken wir mal, ob da noch Leute sind. Wow! Aber. Ja, ist ja nicht so schlimm. Lass mich, Leute, das ist pink. Lass mich einfach in die neue Lobby rein. Ist ja nicht so schlimm. Komm schon. Tu es. War ein bisschen aus wie Bots, ne? Ja, komm, machen wir doch Team Deathmatch. Zurück zum Menü. Junge, komm, wisst ihr was? Ich werde jetzt kurz eine Aufnahme unterbrechen und dann komme ich wieder rein, wenn ich eine Team Deathmatch Runde gefunden habe. Also würde ich mal sagen, bis gleich! Alles klar, ich habe eine Lobby gefunden. Ist dieselbe wie vorher auch. Oh Mann, Alter. Okay, gut, das Spiel ist ja auch alt. Das nehme ich jetzt dem Spiel auch nicht übel. Ist eigentlich voll schade, aber das Spiel ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Es wird auch jetzt ehrlich gesagt nicht in die Bewertung mit hineinbezogen werden. Um hier mal das klarzustellen. Also es wird jetzt nicht irgendwie jetzt in mein Fazit mit reingenommen werden, weil ganz ehrlich, dafür kann das Spiel nichts. Das ist, also das Spiel ist alt halt. Wenn das Spiel jetzt nur 2 Jahre alt wäre, ne, und da keine Spieler sein würden, wie zum Beispiel damals bei diesem komischen Metaball oder was es auch war halt, ne, oder zumindest so diesen, sagen wir einfach so Spiele, die 2 Jahre alt sind und schon tot sind, ne, das ist wiederum was ganz anderes. Das Spiel aber ist von 2013 oder 2014. Also das Spiel ist schon definitiv alt und deswegen nehme ich es auch nicht übel, dass es keine Spieler mehr hat. Ich finde es nur schade, weil ganz ehrlich, ich würde dem Spiel das gönnen, dass das Spiel mehr Spieler hat. Ist ja auch hier keine Gegner, wir haben nur 3, das ist nicht so schlimm. Quasi so zerstören auf eine neue Art und Weise. Zumindest habe ich das bei der ersten Runde schon gesehen, was ich im Spiel erwarten kann. Wo sind die Motherfuckers? Die Humative kriegt Schaden, das heißt, sie müssen hier irgendwo sein. Vermute ich aber mal. Hoffentlich. Okay, komm, wisst ihr was? Scheiß drauf. Der wurde angeschossen. Hier muss ein Gegner sein. Da ist ein Gegner. Ja, meiner. Abgestaubt. Locker, flockig. Humerte passt jetzt aus. Ah, du hast meinen Kill geklaut. Oh, ja, was ist nicht aus. Okay. Wisst ihr was? Komm, ich mach. Das dauert mir zu lange. Ich mach jetzt mal so ein. So ein Core-Team Deathmatch oder PvE-Ding, damit zumindest ein bisschen Action ist. Ich mach PvE, komm, ich mach PvE. So, weil damit ich ein bisschen was an Action zeigen kann, weil das jetzt gerade hier so tote Hose ist. So, machen wir mal einer PvE-Modus. Oh mal Korb Team Deathmatch. Mal schauen, was das bringt. Wow, das ist halt scheiße ein bisschen, finde ich. Ne? Dass da nichts läuft. Weil ich will ja auch Action haben und das ist ja auch etwas danach, was ich in der Aufnahme zeigen will. Action und Spaß. Und jetzt gerade sieht man nur, was passieren würde, wenn ein Spiel tot ist. Da freue ich mich schon auf die nächsten Spieler. Muss ich erst mal gestehen. Obwohl, ich weiß schon, was kommt. Statistik synchronisieren. Alter! Jetzt komme ich in Koop-Team Deathmatch rein und die Runde ist schon fertig, oder was? Willst du mich verarschen? Komm. Match verlassen. Ja. Ach komm, scheiß drauf, mach mal ein Fazit. Kein Bock mehr. Ja, was sag ich zu dem Spiel? Also, es ist schwierig, das Spiel ist alt. Das Spiel ist definitiv alt. Und jetzt schaue ich mal kurz auf deren Internetseite, wann das Spiel rauskam. Am 12. Dezember 2012 kam das. Das heißt, das Spiel ist 12 Jahre alt. Gut, Spieler gibt es wohl nicht mehr. Das ist schade. Das Spiel ist eigentlich voll cool. Wie sieht denn eigentlich der Shop aus? Kann ich auch mal noch kurz reinschauen? Bei Mac Credits. Okay.
virtuelle Währung. Ja, wie viel kriege ich denn dafür? Ah, da steht sogar. Also 10.200 kosten 100 Euro. Okay. Machen wir mal hier dieses 20 Euro Ding. Was kriege ich denn dafür? 1870. Gut, was kann ich mir mit 1870 kaufen? Wahrscheinlich nur Max. Nehmen wir mal hier den teuersten, also den letzten. Kostet 1100. Heißt, der kostet, also den könnte ich mir auf jeden Fall holen. Jetzt fast 20 Euro. Und nehmen wir mal den. Also könnte ich mir zwei Max für 20 Euro holen. Okay. Aber kann man ja auch so freischalten, ne? Deswegen würde es keinen Sinn machen. Also 25.000 von diesen Dingern. Was könnte ich mir eigentlich noch kaufen? Skins? Skins bestimmt, warte mal. Waffen? Cockpit? Ja, Skins. Flaggen, okay. Ja. Okay, Verspottungen, Stil, da. Okay, also man kann hier so einiges an Stilen machen. Also man kann seinen Roboter auch komplett bearbeiten. Okay, gut zu wissen. Okay, sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ja, warum nicht, why not? Ist quasi halt, also ich finde es sogar gut, dass man seinen Roboter da, seinen Mac da bearbeiten kann, wie man Zeit haben möchte. Ja, was sagst du im Spiel? Also, ich muss sagen, ich werde jetzt das nicht mit in die Bewertung einfließen lassen, also dass das Spiel kein Spieler mehr hat, ne? Wie gesagt, das Spiel ist jetzt 12 Jahre alt. Das Spiel spielst du eigentlich gar nicht mehr so schlecht und tatsächlich würde ich sogar sagen, mal abgesehen, dass das Spiel tot ist, ich hatte trotzdem Spaß und das Spiel auch wirklich, und das ist jetzt auch ungelogen, kein Trash geben. Das Spiel war wirklich witzig. Also es hat wirklich Fun gemacht. Wie gesagt, schade, dass es nicht mehr so viel Spiele hat. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann. Vielleicht schaue ich irgendwann mal wieder rein. Irgendwann mal. Aber bis jetzt kann ich sagen, kein Trash. Und ja, wie gesagt, wenn ihr meiner Meinung seid, Daumen nach oben. Wenn ihr meiner Meinung seid, das Spiel ist definitiv schlechter, deswegen Daumen nach unten. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Trash Night. Haut rein. Ciao, ciao.